Ja, herzlich willkommen zu meinem Talk. Danke, dass ich ihn halten darf, über Serverless Applications mit AWS Lambdas. In dem Fall sind wir jetzt in der Amazon-Welt unterwegs. Kurz zu mir, ich bin der Thomas Jäger, ich bin Software-Engineer bei der ObjectBase Software GmbH. Kurz ein paar Key Facts über uns. Mittlerweile schon mehr als 50 Mitarbeiter auf 3 Standorte verteilt. Wir haben einen Standort in Wien, in Salzburg und unser Headquarter ist in Traun, also da gleich ums Eck. Die Firma ist 2006 gegründet worden, gibt es also schon seit 15 Jahren. Heißt, wir stammen eigentlich aus einer Zeit, wo Softwareentwicklung nur sehr, oder gerade die Webentwicklung nur sehr applikationsserverlastig war, wo es war sehr träge, starr, monolithisch aufgebaut, und wie jeder Informatiker eigentlich weiß, ist solche Frameworks, die ändern sich relativ schnell. Wir haben sehr viel Hypes mitgemacht und natürlich auch genauso viel Hypes begleitet beim letzten Weg in die Bedeutungslosigkeit, aber das weiß eh jeder Informatiker, dass man da ein bisschen flexibel unterwegs sein muss. Wir haben über 160 Projekte schon erfolgreich abgeschlossen, das ist schon eine ganz schön große Nummer. Wir sind halt auch, was unsere Technologie-Stacks betrifft, halbwegs breit aufgestellt. Anders wird es gar nicht gehen. Breit aufgestellt heißt aber auch, man muss über den Tellerrand hinausschauen und sich mal mit Dingen beschäftigen, die jetzt vielleicht am ersten Blick jetzt zwar vielversprechend ausschauen, aber sehr teilweise auch komplex ausschauen. Für Web-mobile Anwendungen und Rich-Client-Apps machen wir. Wir decken sehr viele Branchen ab. Egal, ob das jetzt der Finanzsektor ist, da haben wir schon einige Projekte gemacht. Homeland Security, das nennt sich, hört sich ganz toll an. Flughafen, Sicherungssoftware und solche Dinge. Logistikbranche, Telekommunikationsindustrie, da sind wir überall unterwegs und suchen Leute. Junior, Senior, Mobilentwickler, also alles suchen wir eigentlich. Wir sind sehr breit aufgestellt, das habe ich ja schon gesagt. Serverless-Thematik ist vor ein paar Jahren bei uns recht aktuell geworden. Wir haben sich das relativ bald schon angeschaut. Was heißt denn jetzt eigentlich Serverless in dem Kontext? Serverless, das klingt eigentlich einmal prinzipiell ganz toll. Ich muss mich um keine Serverware kümmern. Das ist ja immer so in der Webentwicklung, ach, dieser Server da im Hintergrund. Naja, verspricht man zumindest, sind das Punkte aus Marketing-Slides von diesen großen Cloud-Anbietern, egal ob das jetzt Google Cloud ist oder AWS ist oder Azure ist, überall lest man diese Dinge. Ich brauche mich um keinen Server mehr kümmern. Ich muss nur das zahlen, was ich ja wirklich brauche. Ich habe keine Server, die vielleicht irgendwo in der Nacht laufen, die ich auch trotzdem in der Nacht zahlen muss, sondern ich brauche es nur dann zahlen, wenn ich auch wirklich die Funktion nutzen will. Faster Time to Market ist auch so ein Punkt, den lest man oft. Da waren wir allgemein auch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so viel bringt. Auf das komme ich nachher noch zurück. Und halt diese Skalierung, das ist eigentlich das, was uns Softwareentwickler eigentlich die meisten Sorgen bereitet, nämlich skaliert meine Anwendung auch. Oft bei Kundenprojekten weiß man nie so genau, wie viele User werden das letztendlich nutzen. Sind das jetzt 10, sind das 100 oder 1000, und womöglich schlagt das Produkt, das man gerade entwickelt, so ein, dass es eine Million gleichzeitig sind. Und wenn der Server oder der Backend-Teil nicht mitskaliert, dann bringt einem das alles nichts. Und da versprechen sie halt, wow, das skaliert bis fast in die Unendlichkeit. Das hört sich natürlich aus Softwareentwicklungssicht schon mal sehr interessant an. Thema wie Availability, 24 Stunden, da das Icon sollte das ein bisschen suggerieren. Hätte ich eigentlich so grundsätzlich auch bei Server, die ich betreibe, 24/7. In dem Fall muss man da ein bisschen anders denken. Availability heißt in dem Fall, die Funktion läuft damit grundsätzlich gar nicht, solange ich es nicht brauche, und wann ich es brauche, ist sofort da. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Art von Availability. Und Better Focus soll ich suggerieren, ich kann mich mehr auf den wesentlichen Business Case konzentrieren und habe das rundherum nicht so wirklich. Ich muss keine Server provisionieren, sondern ich kann wirklich das bauen, entwickeln, was der Kunde letztendlich wirklich haben will. In dem Fall jetzt AWS Lambdas gibt es eigentlich schon jetzt lang. Man kann jetzt nicht mehr sagen, dass das recht ein Hype ist. Ist aber zu Beginn nicht so wirklich genutzt worden, weil das Pricing-Modell seitens Amazon noch nicht so gestimmt hat. Hat auch zu wenig Power gehabt zu Beginn. Man hat auch nicht recht gewusst, für was soll man das jetzt überhaupt einsetzen. Wie so jetzt so ist in der Softwareentwicklung, viel ergibt sich dann über die Zeit. Kommt eigentlich aus dem Event-Driven Computing, in Wahrheit kurz beschrieben, Code wird da ausgeführt in Response to Events, also irgendwas tritt auf und das AWS Lambda läuft dann los und macht man dann mein Ding. Hört sich mal grundsätzlich ganz interessant an.
basiert auf Amazon Linux AMI, also quasi so ein Amazon, wie heißt es, Amazon Machine Image. Wird halt von Amazon supported, was schon mal sehr interessant ist. Muss mich um diese Dinge nicht kümmern, um den Container. Und unterstützt halt auch Speicher mittlerweile von 128 MB bis 10 GB Memory, was ganz interessant ist. Und up to 6 vCPU-Cores. Also die Dinge haben jetzt schon richtig Power. Kurz zurück zu dem, wie nutzt man das jetzt eigentlich, der Use Case? Eben eh schon, irgendein Event tritt auf, das Lambda rennt los und ich kann mit anderen Amazon Services Dinge austauschen, kann die anstarten, kann da interagieren mit Drittsystemen, die es vielleicht selbst bei mir sogar laufen, mit generell alles, was ich mir irgendwo vorstellen kann. Und die Benefits sind ganz klar. Ich muss mich nicht mehr um viele Dinge kümmern. Das ganze Load Balancing dahinter, das Autoscaling, das skaliert einfach mit. Egal, ob da jetzt 10 Benutzer gleichzeitig mit meiner Software arbeiten oder 1 Million, das skaliert einfach mit. Ich muss mir um diese einfach keine Gedanken mehr machen. Error Handling ist dabei, die ganzen Security-Mechanismen. Ich kann genau definieren, was darf das Lambda tun, was nicht. Log Management, das ganze OS Management ist genauso dabei. Das heißt, ich muss mich um das Betriebssystem, was dahinter steckt, mit dem komme ich eigentlich gar nicht irgendwie in Berührung, was auch gut ist, weil wir mich auf das Softwareentwickeln konzentrieren. Und Metriken gibt es auch genug, die was ich automatisch mitkriege zu meinen Lambdas. Also klingt einmal ganz gut. Das sind so die Basis Execution Models, wie ich Lambdas verwenden kann. Irgendein Push kommt gegen meine Anwendung, gegen mein Lambda, zum Beispiel ein Post-Call auf ein REST-Endpoint und das Lambda läuft los. Fertig. Das ist so die klassische Art und Weise, wie man so Lambdas startet. Kann natürlich auch eventbasiert sein. Und zwar, ich emitte irgendein Event. Das kann jetzt auch wieder andere Amazon-Dienste wie der Notification Service sein oder Amazon S3 Storage kann das genauso sein oder Kafka. Irgendein Event auf meinen Event-Bus tritt auf, mein Lambda reagiert drauf und startet sie. Also eigentlich auch von der Architektur ganz interessant. Oder auch so Poll-Based-Mechanismen. Auch wieder Amazon. Das Wort habe ich schon sehr oft benutzt, Amazon. DynamoDB oder Amazon Kinesis, so Real-Time-Transformationen kann ich da mitmachen. Selbst Veränderungen in der Datenbasis, selbst Veränderungen in einer Entität kann ich benutzen, um ein Lambda zu starten. Also sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Damit ich jetzt dann wirklich darauf eingehen kann, was wir schon benutzt haben und welchen Mehrwert wir in der ganzen Geschichte sehen, nur einen kurzen Ausflug in das Amazon API Gateway. Das ist so das Fenster, die Tür in die Welt nach außen. Sehr viele Amazon-Funktionen, ob das jetzt Lambda ist oder Kinesis und so weiter, die müssen ja irgendwie nach außen halt auch kommunizieren können, beziehungsweise die Außenwelt mit unseren Backend-Services. Und das ist quasi dieses Amazon API Gateway. Das ist dafür zuständig für das Erstellen, Veröffentlichen, Warten von Überwachen und auch Sichern von irgendwelchen APIs. Es können REST-APIs sein, Websockets, und das brauche ich mir grundsätzlich, damit ich die ganze Lambda-Funktionalität nutzen kann. Und das ist jetzt eigentlich genau das, was wir am meisten nutzen, nämlich Serverless-Architektur im Web. Und zwar meine ganze Applikation, da sieht der User sein ganz links, der irgendwie eine REST-Anwendung oder Angular-Anwendung erwartet. Die Anwendung selbst, die liegt eigentlich der ganze statische Content, egal ob das jetzt HTML ist, JavaScript ist, CSS-Files sind, Bilder sind, das liegt alles in einem Amazon S3-Storage drin, der ist quasi unlimitiert, schnell abrufbar. Da muss ich mich auch nicht um irgendwelche Skalierung kümmern, das liegt da drin, mein statischer Content, und der wird dann normalerweise über ein CDN nach außen zur Verfügung gestellt. Das kann jetzt in dem Fall Amazon CloudFront sein. Und Amazon CloudFront stellt mir einfach den Inhalt schnell zur Verfügung. Das heißt, E-Commerce-User, wenn ich jetzt mein Handy offen habe, also mein Smartphone, meine Anwendung abrufe oder irgendwo mit dem Laptop mit meiner Anwendung interagieren möchte, kriege sofort die Anwendung gesurft. Und natürlich muss meine Anwendung auch mit Backend-Systemen, mit Datenbanken, mit anderen Services kommunizieren. Und dazu nutzt man das Amazon API Gateway. Und das Amazon API Gateway schiebt die ganzen Calls eigentlich nur durch auf Lambda-Funktionen. Und diese Lambda-Funktionen können dann eben mit einer Datenbank und so weiter interagieren. Und das Ding skaliert bis theoretisch in die Unendlichkeit. Also egal, ob da jetzt
also ich kann mir fast kein Traffic vorstellen, den man mit dem nicht abdecken kann. Also da muss irgendein Amazon-Datencenter voll werden und das ist eher unrealistisch, damit ich das Ding quasi nicht erfolgreich ausführen kann. Andere Architekturprinzipien waren auch solche Messaging-Systeme, haben wir auch im Einsatz. Irgendwelche Daten werden irgendwo hingepusht. Irgendwer legt zum Beispiel in einem CRM-System einen neuen Kunden an. Diese Kundenapplikation schirbt ein Event raus, hey, der Kunde ist jetzt angelegt worden. Mehrere Services gibt es, die horchen auf dieses Event. Unter anderem auch unsere Lambda-Funktion, die dann automatisch startet und dann den Kunden zum Beispiel anlegt, gleich Environments provisioniert, irgendwelche Dinge gleich für den Kunden einrichtet. Also auch Message-basiert funktioniert das sehr gut. Und auch so Storage-basierte Systeme funktionieren auch wirklich sehr gut und sind schon erprobt. Ich lade irgendwelche Files hoch, ein Fotograf, hunderte von Bilder, Videos und so weiter landen in einem Amazon S3-Storage. Und nur das Uploaden und das erfolgreiche Ablegen dort kann schon als Event genutzt werden, damit Lambda-Funktionen loslaufen, die das Bild nehmen, von A nach B kopieren, Image-Transformationen machen, vergrößern, verkleinern, was auch immer. Also sehr viele Dinge kann man dann machen. Also das sind so klassische Ansätze. Oder auch, was man auch so kennt aus dieser herkömmlichen Serverwelt, irgendwelche Dinge, die zum Beispiel jeden Tag um 2 Uhr in der Früh passieren, so Time-Based Events. Da kann man Amazon CloudWatch benutzen oder andere Dinge auch. Zum Beispiel um 2 Uhr in der Früh will, dass die Lambda-Funktion Logfiles zusammenräumt. Um 2 Uhr in der Früh will, dass die Lambda-Funktion irgendwie einen Report, einen Tagesreport erstellt. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten und auch ich kann CloudWatch nutzen für so Anomaly-Detection. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ein Service, weil CloudWatch ist da zum Überwachen und Beobachten von diversen Services. Wenn der zum Beispiel kennt, am Service, der gerade läuft, dem geht's gerade schlecht. Genau das Event kann ich zum Beispiel benutzen, um mit der Lambda-Funktion irgendwas zu reparieren. Grundsätzlich sehr viele Möglichkeiten. So, da haben wir jetzt sehr viel Lambdas. Irgendwann wird das sehr chaotisch, ja, gebe ich recht. Da sind wir auch drauf gekommen. Zu viele von diesen Dingen, das macht es ein bisschen unübersichtlich. Darum gibt es Step-Functions. Mit AWS Step Functions kann man zum Beispiel wirklich eine Struktur reinbringen, das Ganze koordinieren. Man kann zum Beispiel, das ist jetzt ein Use Case, irgendjemand lädt ein Bild hoch und das Erste, was passiert ist, das Lambda startet. In dem Fall Step Functions. Und in dem Fall, das Erste, was gemacht wird, Image-Metadaten werden zum Beispiel extrahiert. Basierend auf diesen Image-Metadaten kann ich dann in einem weiteren Schritt kann ich dann festlegen, okay, wenn das jetzt der PNG oder JPEG ist, dann mache ich das, Store Image oder Send Image, kann ich parallele Lambdas definieren und oder ich kann andere Sachen abrufen. Wenn es zum Beispiel jetzt kein JPEG oder kein PNG ist, dann sollte irgendein Fehler entstehen, Not Supporting Image Type. Selbst auf das kann man reagieren, also auch dieses Error Handling. Funktioniert ganz gut. Man kann komplexe State Machines abbilden und so schön visualisieren und anschaulich machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, boah, was kostet das jetzt alles? Ja, es kostet was, aber es ist jetzt eigentlich gar nicht so viel. Man muss es einmal anschauen. Und zwar, es wird, zwei Faktoren sind sehr wichtig. Einmal der Request, also wie viele Requests brauche ich mal grundsätzlich? Wie oft wird mein Lambda ausgeführt? Das ist einfach nur die Anzahl, wie oft das Lambda getriggert wird. Und auch die Dauer, also wie lang braucht mein Lambda? Das wird gemessen in Millisekunden. Braucht das jetzt 30 Millisekunden für die Aufgabe oder 10 Sekunden? Das hat alles Einfluss auf das, letztendlich wie teuer das wird. Ich habe es da kurz nur auf den Folien. 1 Million Requests kosten 20 Cent. Macht es jetzt einmal sehr günstiger. Und die Duration ist halt für jeder Gigabyte Sekunde. Das heißt, gemessen wird, ich kann meinem Lambda eine gewisse Anzahl an Memory zur Verfügung stellen. Da unten habe ich ein Beispiel mit 512 MB. Für jede Gigabyte, die ich brauche in der Sekunde, zahle ich ja, eine sehr kleine Zahl. An Duration. Und ich habe auch einen Free-Tier dabei. Ich kriege einmal grundsätzlich 1 Million Requests einmal gratis, was auch nicht schlecht ist. Wird für viele Anwendungen, für viele Use Cases wahrscheinlich schon reichen. Und ich habe auch 400.000 Gigabyte pro Sekunde einmal gratis dabei. Das heißt, zum Starten hindert mich eigentlich mal überhaupt nichts. Ich habe da unten mal ein grobes Beispiel. Das ist eins und eins übernommen von Amazon Slides. Wir schauen sie dann noch auch nur ein eigenes Beispiel an, ein Real-World-Beispiel. 512 MB Memory für mein Lambda, das wird 3 Millionen Mal im Monat aufgerufen. 3 Millionen irgendeiner Task, zum Beispiel 3 Millionen Bilder, die hochgeladen werden. Jeder Task dauert 1 Sekunde, das heißt, er kopiert es vielleicht von A nach B, kostet $19.
also mal grundsätzlich günstig. Wenn genau das mit irgendeiner herkömmlichen Serverinfrastruktur nachbauen will, schaffe ich das sicher nicht um den Preis. Schauen wir uns hier noch so ein Real-World-Example an. Das ist jetzt wirklich aus einem Projekt. Wir haben 1 Million Image-Video-Uploads, sehr viel Content ist das, pro Monat in S3-Storage. Dann daraufhin werden 512 MB Lambda-Funktionen gestartet. Das heißt, egal ob ich jetzt ein Bild hochlade oder 100 gleichzeitig, dann rennen halt 100 Lambdas. Theoretisch würden auch 100.000 oder Millionen Lambdas gleichzeitig funktionieren. Und jeder hat so im Schnitt ungefähr 5 Sekunden braucht. Also doch relativ lang ist das Lambda-Rennen, weil da sehr viele Dinge passieren. Und ich brauche halt auch dieses API-Gateway dazu. Das ist jetzt da konfiguriert gewesen mit 1 Million Requests circa, muss einer. Also 1 Million möchte ich hochladen. Das heißt, 1 Million Requests brauche ich circa, damit ich diese Lambdas starten kann. Gibt es einen Preis von $38 im Monat. Da kann man noch ein bisschen was tweaken, da kann man sicher noch ein bisschen was rausholen. Das andere Beispiel auf der anderen Seite wäre jetzt genau dasselbe mit einer Spring Boot-Anwendung, die ich irgendwo laufen habe. Das heißt, damit ich ausfallsicher bin, muss ich das ein paar Mal hinstellen. 2, 3, 4, 5 Mal. Lambdas muss ich mir nicht kümmern, dann kann ich Millionen gleichzeitig starten. Ich brauche deshalb mehrere Instanzen, was mir schon mal grundsätzlich was kostet. Ich zahle es Tag und Nacht. Kann ich natürlich auch ein bisschen tweaken und kann sagen, in der Nacht 3 ist an. Was ist, wenn aber genau am 1 in der Früh ein Fotograf was hochladen will, dann funktioniert es nicht. Bei Lambdas überhaupt kein Problem. Das wird nur gestartet, wenn ich es brauche. Und dann sagen wir, das ist halt jetzt der Real-World-Beispiel, wir würden da so bei $117, $120 sein. Also man sieht schon mal, wenn man das jetzt noch größer skalieren würde, wenn das eine größere Anwendung ist, die nicht nur Bilder hochlädt. An dem linken Preis wird sich nicht viel ändern, rechts wird sich massiv was ändern, weil ich andere Serverinfrastruktur brauche, weil ich stärkere Server brauche. Man muss sich ja vorstellen, da hat jedes Lambda 512 MB an Memory. Da hat vermutlich auf der anderen Seite hat der ganze Server 16 GB an RAM. So, jetzt kann man sich ausrechnen, wenn da jemand 200 Bilder oder Videos gleichzeitig hochladen, dann wird das nicht mehr so schnell sein wie links, wo wirklich jeder seine 512 hat. Die kann man halt auf 10 GB sogar schieben, dann wird es wieder teurer. Kurz nochmal zur ersten Folie. Conclusio, give it a try, absolut ausprobieren. Gibt da einen super Calculator von AWS, wo man ein bisschen durchspülen kann, die Szenarien, was wird das letztendlich wirklich kosten. No Service to Manage stimmt absolut, da können wir den Slides glauben von den Cloud-Anbietern. Das stimmt wirklich, Pay What You Need haben wir gerade gesehen, also ich zahle wirklich nur das, was ich brauche, sonst gar nichts. Faster Time to Market, da waren wir uns nicht ganz so sicher, schwer messbar erstens einmal. Und ich muss mich ja trotzdem ein bisschen um die Lambda-Struktur außenrum kümmern, ich muss mich um die Step-Functions kümmern. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt unterstreichen, da, vielleicht auf lange Sicht schon. Scales with Usage, absolut, also das skaliert, ich brauche mich um das nicht mehr kümmern, das ist für uns immer ein großer Painpoint gewesen. Availability ist halt so schwer zu messen, Availability haben wir mit unseren Spring Boot Anwendungen auch nie großartiger Problem gehabt, weil die halt immer gelaufen sind. Und Better Focus ist auch so, ja, natürlich kann man sich mehr jetzt auf diese Business Cases konzentrieren und mehr aufs Entwickeln, aber so jetzt richtig fokussiert an die Sache ranzugehen, ja, vielleicht muss man sich nur intensiver mit der Thematik auseinandersetzen und den Beobachtungszeitraum ein bisschen nur größer setzen. Vielleicht fokussiert man sich wirklich besser dann letztendlich auf das Doing. Kann ich jetzt so jetzt auch nicht unterschreiben. Ja, Dankeschön.